Zuckerrohr, yeah! Was sagt denn die Karte? Ja, ich bin wieder auf dem Weg zu meinem Bötchen. Muss ich wieder rüberschwimmen? Da habe ich doch die Lichter beim Hinweg platziert. Zuckerrohr kommt alles mit. Gnadenlos. Hier werde ich so schnell kein neues Zuckerrohr für Karten brauchen. Und wenn, dann hole ich genug Zuckerrohr an der Heimatbasis oder am Elfenbeinäpfelsee. Oh, brennende Geister. 2 Stück von den Viechern. Nein. Keine Lust zu jetzt. Oh, Spinnen. 3 Spinnen, ein Werwolf. Na, wenn der Werwolf nicht da wäre, wären die Spinnen jetzt weg. Aber es ist alles zu nah. So, ein schöner Tempel. Hoffentlich ist es ein rosa Dungeon, aber es sieht eher nach kleinem Teil aus. Ich weiß es nicht. Ich habe wenig Erfahrung mit 1.9er Version und wie die Dinge aussehen können. Aber das sieht schon ein bisschen größer aus. Da ist eine Kiste. Ah, es ist nur eine. Das Ding müsste man tagsüber durchsuchen. Nachts ist das zu gefährlich. Da gibt es schön Eisenerz drin. Ich weiß noch nicht, ob sich das jetzt lohnt, das Risiko. Ich bin in so großer Versuchung. Schauen wir mal, was unten ist. Eisenerz. Ich habe zum Glück keinen Inventarplatz frei. Aber das mache ich mal kurz. So. Und runter da. Ob das der Werwolf mich tötet. In der schönen Mine. Die finde ich wenigstens wieder. Eine Mine, die aussieht wie ein Tempel im Sumpf. Ist schon merkwürdig. Geht's hier noch tiefer? Da ist ein Loch. Oh, hier ist noch eine Höhle drunter. Oh shit. Gib mir doch nur eine Chance zu zielen, ernsthaft. Der springt auf mich drauf und ich bin so gut wie tot, das geht nicht. Vergiss es, lass den Scheiß. Heilen. Ja klar, jetzt Super Mario Bros. Thema. Leck mich am Arsch. Der Wolf springt auf mich drauf und killt mich zu 2/3 und grunzt mich blöde an. Nein, ich habe genug von dieser Mine, absolut genug, ab ins Boot zurück und mich in Ruhe heilen lassen. Ah, noch ein Wolf, leck mich am Arsch. Dich kriege ich aber. Ja, ein Bild pro Sekunde. Wenn ich jetzt sterbe, ist es ein Luckkill und ich habe mir Peaceful Modus verdient. Aber ich kriege dich trotzdem. Haha. Ist ja nicht so, dass ich damit gerechnet habe, dass da was runterfällt, aber hey, dass ich so leicht sterbe. Okay, ich komme auch in der Diagonalen wieder hier hoch. Wunderbar, der Mod ist super. Wenn er denn nicht so viele Fehler hätte. Oh, das war dumm, das war richtig dumm. Ah, jetzt habe ich hier ein Loch gemacht. Ich höre es plätschern. Es war doch schon mobil. So. Ich glaube, ich muss eine neue Karte erstellen, wenn ich nicht hier rum einen Außenposten von mir sehe. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Wenn die Küste voller Wasserlöcher ist wegen dem Schiff, werde ich irgendwann mal alles reparieren müssen, was das kaputte Wasser angeht. Und das ist nicht schick. Überhaupt nicht schick. Oh je, noch mehr von den Pflanzen. Gut. Da fahre ich mal näher ran. Ich hoffe ja auch, dass das Holz nicht brennt, wenn es fährt. Aber ich befürchte, dass auch den Brennmechanismus im Mod drin ist für fahrende Fahrzeuge. So, jetzt habe ich aber genug davon. Weiter im Osten werde ich die Dinger etwas stehen lassen. Weiter im Westen, wo ich hinsegel natürlich. Peppa, es ist wieder ziemlich langsam. Die Performance ist übel. Oh, ich komme doch nicht mehr hier hoch. Was soll das?
Lass mich hier hochhüpfen. Jo. So, und weiterfahren. Ist, glaube ich, Zeit für eine neue Episode hier. Und das, ich drehe einfach weiter. Das ist das Blöde bei den Schiffen. Ich müsste das Ding anhalten, um eine neue Episode zu machen, ohne dass das Schiff geklont wird, irgendwie wieder versehentlich. Und, da warte ich doch lieber auf den nächsten Sumpf. Da kann ich dann das Wasser reparieren, einfacher später. Und ich werde den ganzen Unterbau des Schiffes wieder entfernen, den ich so mühevoll gebaut habe, und das Ding einfach über dem Wasser gleiten lassen. Es schwimmt dann nicht mehr im Wasser. Aha, schicker Sonnenaufgang. Es tuckelt bei 3 Bildern pro Sekunde durch die Gegend. Oh je, oh je, oh je. Ist es schon wieder stehen geblieben? Nein, 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 doch nicht. Der Mond ist noch am Horizont, aber das ändert sich. Ich muss mal ein bisschen weniger Check-up jetzt machen, sonst ist das wirklich zu rücklich. Ups. Zion natürlich. So, 2 statt 3. Das macht schon was aus. Da wäre noch ein bisschen von dem Krempel gewesen, und das ist jetzt eine merkwürdige Kiste. Ich brauche auf jeden Fall eine Karte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Ding stehen bleibt, obwohl es weiterfährt. Das liegt an den 2 Bildern pro Sekunde, die ich beim Fahren habe. Ich mache mal halbe Geschwindigkeit für eine höhere Framerate. Jetzt ist es aber stehen geblieben. Na super. Mal wieder der Fehler. So, und weiter bitte. Einfach ein bisschen Holzwolle oder sonst was platzieren, dann wird das Schiff neu konstruiert. Und ich habe den Kontrollblock wieder drin. So, hier mache ich dann aber eine Karte. Ernsthaft. Bin mal gespannt, ob ich einfach so, ohne das Schiff zu parken, in dem Schiff eine Karte machen kann und ob die richtig angezeigt wird. Das würde auch ein schönes Stegsymbol ergeben, wenn das mal repariert wird. Darauf habe ich jetzt noch keine Lust, da sehe ich gerade keinen Sinn drin. So, ich halte das Ding mal komplett an und baue hier eine Karte. Redstone und Eisen. Oh Gott, ich muss auch Eisen schmelzen. Und das ist leider kein Vielfaches von 3, aber ein bisschen was davon kann ich ruhig aufgeben, damit ich wieder einen Inventarplatz frei habe. Ich brauche Papier sowieso. 30 Papier, das reicht ja mal locker ewig. Da habe ich lieber Probleme, dass mir das Eisen ausgeht. Das Spiel schuldet mir immer noch 50 Eisen von einem Crash. Da ist einfach Eisen im Ofen verschwunden. So. Und eine neue Karte. Dann kann ich das Zeug auch wieder aufheben. Nein, kann ich nicht. Ich muss das wieder wegschmeißen. Yay. Tuckert das einfach auf dem Boden mit. Na super. So, eine neue Karte. Aber ich denke, die Region habe ich mal kartografiert und ich habe sie nicht wiedererkannt, weil mir der Zusammenhang fehlte. Ich habe das alles, glaube ich, schon mal auf einer Karte gemalt. Einfach mal weiter tuckern. Nicht so weit nach links. So ist brav. Und jetzt wieder etwas mehr nach links. Wieso bin ich so weit am Rand des Schiffes? Was ist denn jetzt los? Okay. Die Steuerung des Bootes ist komplizierter, als sie aussieht. Vor allem, wenn es so langsam zuckelt und die Welt lädt, während man vorwärts fährt.
Aber dieses Stück Küste ist mir doch wohl bekannt. Das geht ziemlich weit nach Süden. Was ist denn hier los? Ist mir vielleicht doch nicht so bekannt. Habe ich hier irgendwo irgendwelche Basen? Irgendwelche Kisten gebaut? Nein, wieso denn auch? Bin hier einfach nur frustriert lang gesegelt, glaube ich. Und jetzt segel ich entspannt hier lang. Aha, aha, aha. Was zum Henker bin ich hier? Ich weiß es ungefähr, aber ich habe keinen genauen Plan von der Region. Gebirge? Bin ich wirklich so weit rumgefahren? Na gut. Genau, der Kontinent ging hier weiter nach Süden, als ich es jemals erwünscht hätte. Und hier gab es einige merkwürdige Halbinseln. Das Ganze fand ich relativ nervig. Gab es hier auch noch ein paar Millionärsiedlungen? Kann sein, dass es hier noch eine Dreiergruppe an Millionärsiedlungen gab. Ich würde nicht drauf wetten. Das Ganze habe ich schon mal kartografiert. Ah, da ist ein Außenposten von mir. Da finde ich bestimmt Karten. Ja, die schöne Durchgangshöhle. Habe ich übernachtet? Ich glaube, ich habe hier nur gebaut und nicht übernachtet. Unwahrscheinlich, dass ich da überhaupt was drin habe, aber ich sehe das erst, wenn ich es sehe. Und stopp. Ah, sieht das eklig aus hier. Der Mod hat noch so hier und da diverse Fehlerchen, aber solange das Ding nicht komplett abstürzt oder spontan verschwindet, bin ich ganz zufrieden. So, ich muss hier mal ein bisschen gerümpellos werden. Nein, das ist ein komplettes Bett und keine Kiste. Keine Kiste? Ich habe sie bestimmt übersehen. Hier muss noch eine Kiste sein. Hier ist keine Kiste. Ärgerlich. Hauptsache ganz viel Holzkohle. Na gut, keine Kiste. Ich kann hier mal kurz das Eisenerz ganz gut schmelzen. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Pause jetzt für die Episode. Während das Eisenerz schmilzt, bewundere ich mal mein Bötchen. Ah, sieht gerade nicht so prickelnd aus. Sah schon mal besser aus. Aus einer anderen Perspektive. Neue Episode, bye bye.